So, jetzt gucken wir mal, wer da Hilfe braucht. Okay. Also nur die XP vom aktuellen Level. Das wäre noch okay. Wenn du keine Levellinge. Okay, ist wirklich wieder jemand, der Hilfe braucht. Gehen wir doch mal gucken. Warum sagst du nicht Rattan? Jungster. Ich hatte dieses Gefühl. Ich wusste, dass ich mit dir kämpfen muss. Okay. Woher wusstest du das? Das wusste ich nicht mal, dass du mit mir kämpfen musst. Furienschlag! Oh, die ist ziemlich gut am Hitten. Furienschlag! Das ist eine ziemlich starke Attacke in dem Spiel. Wie schön, besiegt. 1200 XP. Furienschlag! Oh, das ist nicht so gut. Oh, super effektiv. Hier. Ja, ich hab damals Blau gespielt und ich habe danach noch die nächste Generation gespielt, Gold. Habe ich noch. Ich glaube, ich habe sogar noch hier ein Gameboy Color liegen mit diesem, also zumindest mit der Gold-Edition. Die blaue Edition ging irgendwann nicht mehr, weil die Batterie für den Spielstand bei mir kaputt gegangen ist. Und dann ich nicht mehr speichern konnte. Und jetzt spielen wir ein Pokémon-Spiel durch, ohne jemals ein Gameboy auszumachen. Das war halt nicht drin als Kind. Genau. Wer bist denn du hier? Mein Freund hat viele süße Pokémon. Ich bin so neidisch. Ja, und die Goldene Edition war ja quasi die Nachbarregion. Johto? Kanto und Johto war das, glaube ich. Also hier die Nachbarregion. Und du bist dann nach den Top 4 in die Kanto-Region gekommen. Von daher war das sozusagen ziemlich viel von den alten Pokémon mit drin. Furienschlag! Furienschlag! Paras ist doch nicht süß. Ja, welches Mädchen würde sich denn ein komisches Krabbelfiech mit Pilze auf dem Rücken trainieren? Das finde ja nicht mal ich süß. Oh, Taubsi. Wir wechseln mal kurz. Auf wen denn? Wahrscheinlich auf Schillock. Weil mein Pikachu will ich ja nicht noch weiter trainieren, dadurch, dass es quasi die Wasserarena im Alleingang machen musste. Hat er schon so viele Level bekommen. Lobstrahl! Ach, jetzt hör auf wieder Ruckzuck-Hieb. Geblubstrahlt. Das. Gerade eben, das erste Paras hat 1000 XP gebracht. Das gab gerade, keine Ahnung, 350 addiert. Was zum Kuckuck? Blubstrohlen. Was mit Dry Skin? Ja, man trifft ja jetzt schon auf Pokémon, die man nicht kennt. Beauty zum Beispiel kannte ich nicht. Interessant. Ein Paras hat eine Passive, wo es gegen Wasserattacken immun wird? Das ist ja interessant. Oder kann eine Passive haben, wo es gegen Wasserattacken immun wird? Oh, jetzt macht er auch noch Absorb, ich bin ein bisschen dumm. Biss! Wir essen einen Käfer. Das gab 800. Keine Ahnung. Ich bin nicht neidisch. Okay. Hast du gerade gesagt, du bist neidisch? Und ich habe noch nicht ganz verstanden, was diese Pokestops tut machen. Da brauche ich wahrscheinlich, muss ich irgendwie abgeschlossen haben, einmal das, den ganzen Quatsch hier. So, jetzt bin ich in Bills Haus. Hallo Bill. Was machst denn du hier? Hallo du. Ich bin Bill. Kannst du mir vielleicht einen Gefallen tun? Du machst das? Cool. Ich habe mein Aufzeichnungsbuch verloren. Irgendwo hier in meinem Labor. Kannst du mir vielleicht helfen, es zu finden? Und mir geben? Ich habe hier bestimmt irgendwas, was ich dir als Belohnung geben kann. Ist doch da links, oder? Das sieht aus wie ein Buch. Hä? Kein Aufzeichnungsbuch hier. Kein Aufzeichnungsbuch hier.
Da liegt doch... Okay. Lasst mich ein Aufzeichnungsbuch suchen, optisch. Und da liegt ein Buch und das kann ich nicht ansprechen. Das kann ich ja auch nicht ansprechen. Okay, das System verstehe ich nicht. Hier gucke ich mir halt die Bücher hier unten an. Kein Aufzeichnungsbuch hier. Kein Aufzeichnungsbuch hier. Kein Aufzeichnungsbuch hier. Kein Aufzeichnungsbuch hier. Ja, ich weiß, dass ich mir Items for free, also oder dass sie mir irgendwas for free geben. Aber die sagen halt nicht ab wann. Weißt du, ich habe irgendwie schon drei davon angesprochen, das heißt immer nur, du hast die passenden Orden nicht. Und das fand ich dann irgendwie bisschen merkwürdig, wäre halt cool gewesen zu erfahren, welche Orden ich brauche, wenn ich das machen darf. Und nicht sich irgendwie drei an. Ist doch nirgendwo ein Buch! Da wo Bücher sind, durfte ich es meistens nicht ansprechen. Das ist doch kacke. Ah, hier ist das Buch. Es liegt unter seinem Kissen. Ich geb's ihm besser. Okay, das ist jetzt ja auch nicht so einfach. Oh, du hast es gefunden. Wirklich? Das war unter meinem Kissen die ganze Zeit? Okay, ich vermute, das ist logisch. Das Kreuzfahrtschiff MS Anne ist in Vermilion City. Die Passagiere sind alle Trainer. Sie haben mich zu einer Party eingeladen, aber ich mag diese ganzen Klimbim da nicht. Warum gehst du nicht für mich hin? Bill hat ein Ticket für dich auf der MS Anne reserviert. Sehr schön. Okay. Haben wir das. Jetzt weiß ich noch nicht, welche Hilfe brauche. Stardust-Zeller. Du bist ein Item-Maniac-Guy. Hallo. Ich bin die Autorität für seltene, Kleinigkeiten. Hast du irgendeine das davon? Hier, Nugget. Ich kaufe ein Nugget für 15.000, das Stück. So, du musst nur bestätigen, dass du mir das wirklich für 15.000 verkaufen möchtest. Ja, okay. Dankeschön für, um mit mir Geschäfte zu machen. Aber einen schönen Tag. Was kaufst du sonst noch? Perlen. Boah. Sternstaub, Sternstücke. Pilze. Okay. Schade. Bis bald. Okay, das ist einfach nur ein Verkaufstyp. Normalerweise haben sie das doch beim Pokestop, beim Pokémon-Laden verkauft, die Nuggets und so. Hallo, Jungchen. Ich brauche wirklich dringend Geld, um etwas Essen zu bekommen. Ich habe dreimal Sternenstaub zum Verkaufen. Was der Pokémon-Maniac würde sie nicht für mehr als 4.500 pro Stück kaufen. Was? Jetzt habe ich die Frage. Ist das eine Verarsche für Deppen? Oder kriege ich davon wirklich was, dass ich ihm so viel Geld gebe? Dafür, dass ich ihm einen Sternstaub für 9.000 abkaufe. Ich komme halt sonst nicht an Sternstaub wahrscheinlich, oder? Ich kaufe, glaube ich, mal einen Sternstaub und mal sehen, was ich damit machen kann. Oh, Dankeschön, Jungchen. Ja, hier. Ich habe nur noch zwei Sternenstaub zum Verkaufen. Oh, ich habe sogar einen Star Piece. Ich habe eine Frage. Das ist doch in dem ganzen Bereich auch mit dem Donnerstein und sowas. Kann ich das dann nicht mit irgendwas anderes noch benutzen? Kannst du bestimmt das Sterndenk für irgendeine Entwicklung oder so einen Quatsch später benutzen. Das behalte ich auf jeden Fall erstmal. Was ist das hier? Netter roter Sand mit einem seidigen Gefühl. Kann gekauft werden, okay. Keine Ahnung, ob ich davon irgendwas kriege. So, was macht denn ihr hier? Dieses Cup ist ein weltbekannter Dating-Spot. Misty, der Arenaleiter von Cerulean City, hat
eine hohe Meinung hiervon. Das Mew! Das Mew wieder! Entschuldigung. Hallo, bist du alleine? Wenn du sehr ruhig in Cup bist, du sollst hier als Paar hinkommen. Und Anton ist auch hier. Goggle, goggle, goggle. Psychodog! Dass die Psycho-Pokémon da wirklich reden können, finde ich super. Wow, du bist nicht der durchschnittliche Trainer, oder? Ja, ich kann reden, also lass mal das beiseite. Was ist wichtig hier ist, du hast mich gerettet. Was, Leon? Wir Antons sind häufiger etwas ungeschickt. Würdest du mir einen kleinen Gefallen tun und Augen aufhalten für irgendwelche anderen Antons, die vielleicht Hilfe brauchen? Ach ja, klar. Dankeschön, Dankeschön. Komm später zu mir zurück, bitte, ja, machst du es? Okay. So, Mew, Mew, Mew. It's that creature again. Moment, das ist diese Pokémon wieder. Ist das ein Pokémon? Okay, ist dieses Viech wieder. Ist das ein Pokémon oder sowas? Mew, Mew. Ich frage mich, ob ich näher rankommen kann. Ja, ist abgehauen. Was war das? Okay, man wird also wahrscheinlich irgendwann am Ende mal Mew begegnen. So wie es aussieht. Aber ich habe gar keinen Zerschneider. Wo kriege ich den Zerschneider her, wenn ich... Ich komme doch aus der Stadt, wo ich jetzt war, nur mit Zerschneider? Oder bin ich doof? Oder kriege ich das jetzt noch? Nicht, dass ich jetzt Surfer brauche. Ah, okay. Ich dachte schon. So, okay, jetzt bin ich hier. Das sind einfach nur Pfützen. Okay. Okay, 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 okay. Okay, jetzt bin ich hier. Komme ich nicht aus der Stadt nur raus mit Zerschneider? Bin ich doof? Bin ich gerade völlig blöd? Ach nee, muss man hier mit dem reden, ne? Die Leute wurden ausgeraubt. Es ist offensichtlich Team Rocket hinter diesem unvorstellbaren Grausamkeit. Sogar unsere Polizeikräfte haben Probleme mit den Rockets. Oh, ich sehe, du hast einen Wasserorb. Misty ist ziemlich stark. So, jeder, der sie besiegen kann, kann ganz normal hier weitergehen und mit diesen Pokémon-Dieben sich gegen die Pokémon-Diebe verteidigen. Aber pass auf. Okay. Ich komme also so hier raus. Gut. Hätten wir das auch geklärt. Dann gibt es Zerschneider erst später. Jetzt gehe ich nochmal hier rein, dann gucke ich mal, dass ich mal ein paar Pokebälle noch mitnehme. Brauche ich noch keine Superbälle kriege, aber zumindest so 5 würde ich vielleicht mitnehmen. Weil die brauche ich dann irgendwann auch. Jo, Pokebällchen. Und ein paar Tränke wahrscheinlich noch, damit ich nicht ständig hinherren muss. Hallo! Was möchtest du kaufen? Hier, Pokéball. Kaufen, ja. Und Potions. Was es ja alles für Heilung gibt. Kaufen. Wieso? Tschüssi, Omchen. So, dann gehen wir nochmal gucken, wie wir jetzt hier weiterkommen. Ich muss bald mal wieder irgendwie... Ach, verdammt, das ist ja diese blöde Stufe da drin. Ich vermute, ich muss erstmal wieder irgendwie so eine halbe Stunde Levelzeit einlegen, einfach. Noch ein bisschen meine Pokémon höher zu kriegen, vor allem mein Bibor. Was ist denn hier eigentlich? War ich hier schon drin? Achso, das war Mistys Haus, genau. Das war Mistys Haus. Ba, 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 ba. Was ist das hier für ein Häuschen? Kuckuck. Die Morgen hat mein Pokémon genommen, aber ich habe immer noch die DM. Soll ich dir dein Pokémon beibringen? Ah, Schaufler, sehr gut. Schaufler. Schaufler wird gelernt. Schaufler.
lernst du als weitere Bodenattacke, würde ich sagen. Wir machen auch nochmal für Rollout weg. Yep. Rollout fand ich nicht so geil. Das ist so ein Ding, was sich so lange bindet. So, dann habe ich Schaufel. Damit könnte ich jetzt auch diese blöden Mondberg da skippen, wenn ich hin und her muss. So. Hallo, du. Hey, stehen geblieben. Das ist nicht deine Hut hier. Hä? Ich? Ich bin einfach nur ein unschuldiger Zuschauer. Glaubst du mir nicht? Arschkeks. Au. Rage ist nicht so ein effektives Ding, oder? Bodenattacken waren sehr effektiv gegen Rattan, oder? Los, Sandan. Schaufler. Jetzt nicht flinchen. Okay, ich bin Untergrund, gehe daneben und benutze Schaufler. Sehr effektiv. Null Pokémon-Dollar? Alter, was bist denn du für ein armer Schlucker von Krimineller? Du hast doch gerade das Haus gerannt. Halt, ich gebe auf. Lass mich leise abhauen. Ich hau lieber ab. So, jetzt geht's theoretisch. Geht's hier nach unten weiter? Also rechts geht's auf jeden Fall weiter. Und nach unten geht's auch weiter. Ich weiß noch nicht, wo ich jetzt hingehen sollte. Ich gehe nochmal hier links gucken, ob da irgendwas liegt. Aber hier geht's ja. Wie viele Sachen geht's denn hier weiter? Achso. Weißt du, hier gibt's so die Pokémaniac-Dingens oder so. Ich glaube, ich muss da hin. Geh mal hin. Plup! Oh, die hat schon Nebulak. Und durch, die rede ich nicht mehr. Ist hier irgendwas mehr dran? Wo? Oh. Kanto Daycare. Daycare bedeutet doch sowas wie Kindergarten, ne? Ja, sieht aus, als wäre der Kindergarten der Pokémon Aufpasser geschlossen. Okay. Dann halt nicht.